So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Neo. Es geht weiter mit der Hauptmission, die Entschlossenheit der Sanada. Heiße Quelle gibt's hier. 10 Kodamas. Außerdem könnten wir eine Trophäe bekommen, wenn wir alle zerstörbaren Kanonen zerstören. Ob wir alles schaffen, ich weiß, ich sag's jedes Mal. Ich habe meine Zweifel, ob wir es schaffen. Aber wir geben natürlich unser Bestes. In den anderen Folgen haben wir es ja komischerweise dann doch immer geschafft. Mal gucken, ob wir das hier auch wieder hinbekommen. Vor der Mission habe ich übelsten Respekt allgemein. Von dem letzten DLC habe ich sehr viel Respekt. Ich finde es sehr schwer. Selbst wenn man da mit einem höheren Level reingeht. Also ich bin mal mit 240 oder so rein. Ich wurde aufgemischt. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Ich glaube schon. Bin zuversichtlich. Wir rüsten uns Bomben aus. Die braucht man. Da 5 Stück haben wir nur, ne? Da haben wir 10. Ich glaube, die sollten gehen. Der wäre schon mal weg. Ach, da oben auch noch einer. Der Hund hat mich gar nicht gesehen, ne? So, die werden alle weg. So, da können wir uns die Kodama holen. Hat man schon mal Nummer 1. Ach, ganz wichtig, darf man das vergessen. Ah, ne, habe ich drin. Ich dachte, ich habe den Kodama-Radar nicht drin. Da, genau, die oben müssen wir abschießen. Halt mal. Boah, was hat der mich genervt? Oh oh. Ja, komm. Hör auf mit der Kacke. Oh, hier ist ein Kodama, ne? Der ist oben. Nee, doch nicht. Bewege ich mich gerade langsamer? Schaut so aus, ne? Warum eigentlich? Ich bin mit irgendwas bedeckt. Weil das Zeichen ist auch da, dass ich langsamer laufe. Jetzt ist es weg. So, jetzt eine von diesen zerstörbaren Kanonen.
Trophäe. So, die wird jetzt zerstört. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viele das sind. Ich hoffe, der kommt alleine. Ist es euer verdammter Ernst? Ich hätte nicht gedacht, dass der mich hier gerade mit zwei Schlägen weghaut. Ja, die Fässer stehen dann wieder da anscheinend. So, aber jetzt. Den hätten wir. Der hält schon wieder ein wenig mehr aus. Bufft er sich auch noch. Das Kerl. Die kann ich gar nicht abfeuern. Ja, die ist schon kaputt, ne? Da ist der Kodama jetzt aber oben. Probieren es trotzdem mal, wir werfen trotzdem mal eine Bombe hin. Nichts gebracht. Huch. Heiße Quelle hätten wir. Der ist oben anscheinend.
Schauen wir mal, ob wir die auch zerstören können. Ja, haben wir zerstört. Sehr gut. Wenn man die zerstören kann, dann muss man die auch zerstören. Du? Ach komm, das kann doch nicht wahr sein. Ich hätte mich doch nochmal heilen sollen. Brauchst gar nicht zu klatschen, ich komme wieder. Wollen wir mal schauen, ob wir die eine Kanone auch noch platt machen können. Holen wir uns unser Zeug mal wieder her. So, jetzt mal gucken. Ich kann es nicht zerstören, da ist nichts, was explodiert. Oh, der wäre jetzt weg. So, weg bist du. Da haben wir unseren Freund, die Kodama. Aber hier geht's nicht mehr weiter. Hier haben wir alles erledigt an der Stelle. Ah, hier waren wir doch schon. Sind jetzt sozusagen einmal im Kreis gelaufen. Als wir in die Höhle rein sind, genau. Die haben mich auch extrem genervt. Extremer Todeskampf war das mit denen.
Perfekt geklappt. Wow. Mistkerl. Echt jetzt? Ah, komm, das kann doch nicht wahr sein. Die Folge muss ich auf alle Fälle auf zwei Folgen schneiden. Ich meine, bei so vielen Toten. Packt er auf einmal das Ding da aus, ey, Wahnsinn. Aber wir haben hier den Shortcut. Das ist ja auch schon mal etwas wert. So, der muss weg. Der schlägt wieder Alarm. Oder auch nicht. So, da drüben ist auch noch einer. Perfekt. Schon wieder fast gestorben. Da habe ich wieder eine Kanone, die kann ich zerstören. Die wollen wir natürlich vorher abfeuern. So, weg ist sie. Nächste Kotama, der versteckt sich hier hinten. Da muss ich mit der Kanone von oben befreien, sozusagen. Noch so ein Mistkerl. Jetzt hätten wir den Schrein. Den holen wir uns mal. Das ist die Kanone, die ich meinte für den Kodama. Und jetzt gleich danach zerstören wir sie natürlich. Oder auch nicht.
So, den holen wir uns aber jetzt. Da wird mir auch noch ein Kodama angezeigt, ne? Sich auf der anderen Seite. Da haben wir einen. Da ist der Namahage. Ich hoffe mal, dass wir das Tor noch aufkriegen, weil da hockt ja auch noch der Kodama, den wir möchten. Der Kodama ist oben. Der hat mich gar nicht bemerkt. Krasse Sache. So, jetzt. Warum bist du so stark, ey? Jetzt brauchst du auch nicht mehr pfeifen, weil die Kollegen schon alle platt gemacht. Mich jetzt verarschen? Ja. Und wir haben die Trophäe Kanonenfutter erreicht. Erhalten. Also wir haben alle Kanonen erwischt. Das heißt, die Folge war schon ein voller Erfolg. Mann, macht der böse Aua. Richtig böse Aua.
Ich will auf alle Fälle noch die eine Tür öffnen. Weil ich weiß, dass da ein Kodama ist. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, wo ich die Tür aufmache. Aber wir gehen auf alle Fälle nicht zum Boss rein. Falls der da unten ist. Den Schrein hätten wir ja da. Nee, wir gehen nochmal zurück. Sorry, Leute. Wegen der Zeit, aber... ich will nichts übersehen. Werden natürlich nicht rasten. Oder kann ich die jetzt mit dem Schlüssel aufmachen? Das kann natürlich auch sein. Dass ich den Schlüssel, den habe ich ja gerade bekommen von dem, der hier das Tor bewacht hatte. Dass ich mit dem aufmachen kann. Das versuchen wir jetzt. Von der anderen Seite. Schaut mal das nicht, leider. Hatte ich die vorhin schon gesehen? Nee, ne? Dann haben wir das, glaube ich, schon mit der Tür geregelt. Du schon wieder. Ja, wir haben dich. Und hier haben wir den Kodama. Nice. Hat sich's doch gelohnt, auf alle Fälle. Ich muss noch schnell da oben gucken, was da ist. Kiste? Hier geht's wieder runter. Haben wir alles hier erledigt, dann können wir auch weiterlaufen. Zum Schrein. Das Gute ist, wenn man aus irgendeinem Grund die Kanone nicht zerstören kann, kann man einfach rasten am Schrein und dann sind diese Fässer wieder da mit Sprengstoff, würde ich mal sagen. Ist das offen? Und dann können wir das wiederholen. Wichtig ist, diese Kanone, die hier ist, müsst ihr vorher wegen am Kodama abfeuern. Da müsst ihr aufpassen. Wenn ihr die vorher zerstört, die rastet am Schrein, dann ist sie immer noch kaputt. Und dann könnt ihr euch diesen Kodama nicht holen. So, das hat man. Da oben sieht man schon wieder, wie ein Kodama rumsteht. Wie wär's mal mit Lehmen? Sieht man, so viel Damage machen müssen, ne?
So, das hätten wir auch. Der Schrein direkt vom Boss. Ach komm, lauf halt jetzt um die richtige Seite. Mensch. Warum schreien will ich jetzt nicht sterben? Wäre aber wieder fast passiert. So. この身ただひとえに殿のおため拙者に出ようた斧が身を呪え。いや。Ja, geil. Wie geil ist das denn? Das war aber. Und wir haben auch alle Kodamas wiedergefunden. Wahnsinn. Das heißt, als nächstes kommt der Boss. Und das ist für mich persönlich einer der schwersten Bosse im ganzen Spiel. Haben wir die Trophäe mit den Kanonen erreicht. Alle Kodamas haben wir bekommen. In der Mission. Jetzt fehlt nur noch der Boss. So, let's go. Ich weiß gar nicht, ob wir den lähmen können. Ich glaube, der ist zu flink. Den finde ich richtig schwer, weil der eigentlich fast durchgehend mit der scheiß lebenden Waffe angreift. Wow! Oha, Leute. Der haut ab. Krasse Sache. Das war ja sogar, glaube ich, Mode Damage. Ich glaube, der Schutztalisman hat den Schaden abgefangen. Mit dem Kodama-Helm. Aber das gibt mir halt immer gute Ausrüstung. Ein Magatsu-Krieger. Ich wusste gar nicht, dass es den auch in New 1 gibt. Ich hab's vergessen. Krass. Sind so New 2 mit die schlimmsten Gegner.
死してなお世に尽くせて本望であろう。 So Leute, jetzt haben wir es auch die Mission geschafft. Jetzt haben wir wieder neue Nebenmissionen frei. Und eine neue Hauptmission. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.